Darum wird die klassische Paartherapie dir nicht weiterhelfen. Wenn wir über klassische Paartherapie sprechen, dann sprechen wir über die große Herausforderung, dass ihr als Paar, wie der Name das schon sagt, Paar, also sind mehr als einer, meistens zwei, die Paartherapie so aufgebaut ist, dass ihr beide zu einem Therapeuten geht. Und jetzt kommt schon die größte Herausforderung. In den allermeisten Fällen ist es nämlich so, dass einer gar nicht so richtig will. Dass einer in der Beziehung derjenige ist, der sagt, nee, du, ich habe überhaupt gar kein Problem, ich muss da nicht hin. Das Problem, das bist doch du. Du mit deiner ewigen Meckerei, mit deinem Verhalten, du bist doch der Grund, warum es bei uns nicht gut läuft. Und jetzt schau mal hin, ne? Jetzt siehst du schon, der erste Punkt ist, du möchtest vielleicht was verändern, sagst, okay, lass uns was machen und der andere ist überhaupt nicht bereit. Das ist Punkt 1. In den allermeisten Fällen kommt noch dazu, dass derjenige sagt, ich möchte ja gerne was machen, komm, lass uns mal zur Paartherapie gehen. Das Ganze unter dem Aspekt macht, naja, damit du dich mal änderst. Ja? Also derjenige, der eine Paartherapie vorschlägt, hat häufig auch mit im Kopf, es geht ja gar nicht um mich, sondern wenn er oder sie sich ändert, dann ist wieder alles in Ordnung. Und da merkst du schon so zwei unterschiedliche Dynamiken. Ja, viele Menschen gehen in die Paartherapie mit dem Wunsch, dass der andere sich ändert, dass der andere Dinge anders macht. Und manchmal ist es so, dass jemand mitgeht, der eigentlich gar keine Lust darauf hat. Und jetzt stell dir vor, du möchtest sitzt im Ruderboot oder im Paddelboot und ihr wollt irgendwo hin. Und der eine möchte gerne und der andere nicht. Dann wirst du als derjenige, der vorne oder hinten sitzt und paddelt, es schon enorm schwer haben, nämlich dauerhaft für alle hier die Leistung zu erbringen. Und so ist das in der Paartherapie natürlich auch, gerade dann, wenn einer überhaupt nicht will oder einer das Ziel hat, dass der andere sich ändert, was er möglicherweise noch gar nicht so gesehen hat, dass er da was ändern möchte oder sollte. So, das ist erstmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt geht es natürlich darum, in vielen klassischen Paartherapien geht es natürlich da um Verhaltensveränderung. Man sitzt da, man sitzt beim Paartherapeuten und dann geht es darum, erstmal zu ergründen, worum geht es denn? Was hast du denn für ein Problem? Und häufig ist so, dann wird erstmal darüber gesprochen, was der andere falsch macht, was der andere nicht gut macht. Und dann kommt die Gegenwart, ne? Was haben wir da nicht richtig gemacht? Und damit wird immer mehr auch der Fokus, häufig auch der Fokus mal darauf gelegt, was macht der andere falsch? Da fangen wir schon an, die ersten Hürden aufzubauen. Das heißt, wir versuchen, das Verhalten von Menschen zu verändern. Nicht wir, sondern in der Therapie wird es oft Wert darauf gelegt, wie können wir das Verhalten innerhalb der Beziehung verändern, die Dynamik neu gestalten. Es geht also immer darum, wie könnt ihr das, ne, wenn ich das mache, machst du das oder dies oder jenes. Was es uns vom Coaching unterscheidet, ist, dass wir im Coaching gemeinsam Visionen erarbeiten. Dass wir erstmal schauen, wie wollt ihr als Paar, als Beziehung, als Ergebnis eigentlich rauskommen. Wir haben einen ganz anderen Fokus. Da geht es nicht darum, über die Dinge zu sprechen, sondern die Dinge aufzunehmen, hinzu, eine positive Motivation zu kreieren. Denn nur wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, können wir doch am Ende erst die richtigen Schritte gehen. Und dazu brauchen wir noch nicht mal beide. Wenn also jemand sagt, einer bei euch in der Beziehung, wenn dein Partner sagt, ich möchte da nicht hin und du für dich entscheidest, ich möchte aber etwas für unsere Beziehung tun, ich möchte am Ende dastehen können und sagen, ich habe was gemacht und ich habe nicht einfach aufgegeben. Dann erarbeiten wir mit dir eine Vision, wie es für dich sein soll. Und anhand dieser Vision machen wir genau das, was dich von da, wo du gerade stehst, dahin bringen kann, wo du hin möchtest. Der große Schlüssel ist, auch in der Paartherapie, emotionsfokussierte Ansätze. Es gibt mittlerweile deutlich gute Studien, gute Untersuchungen, die feststellen, dass diese klassischen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen eine sehr, sehr, sehr geringe, dauerhafte Erfolgsquote haben, während emotionsfokussierte Ansätze schon deutlich bessere Ergebnisse bringen. Wir im Coaching arbeiten genau aus diesem Grunde mit emotionsfokussierten Ansatz. Wir machen Emotionscoaching. Und jetzt fragst du dich, wieso ist das wichtig? Was haben meine Emotionen damit zu tun? Und ich möchte es dir erklären. Jedes Ding, jedes Ereignis, das draußen, das auch in der Beziehung passiert, löst bestimmte Gedanken aus. Nehmen wir das Beispiel, ja, dein Partner stellt das Geschirr, das schmutzige Geschirr auf die Spüle, anstatt es in die Spülmaschine einzuräumen. Bei dir löst das, ja, der Blick, das wahrzunehmen, löst einen bestimmten Gedanken aus.
bin ich schon wieder die Dumme, die das immer einräumen muss, zum Beispiel. Und automatisch mit diesem Gedanken kommt ein bestimmtes Gefühl. Sowas wie Ärger zum Beispiel, vielleicht kommt auch ein bisschen Trauer, vielleicht bekommt so Hilflosigkeit. Und aus diesem Gefühl heraus reagieren wir. Du reagierst auf eine ganz bestimmte Art und Weise, auf dieses Ereignis, weil ein bestimmtes Gefühl kommt. Das ist oft nicht bewusst, das passiert ganz häufig ganz total unbewusst. Aber im emotionsfokussierten Coaching-Ansatz nehmen wir genau diesen Prozess auf und verändern ihn, sodass am Ende ein anderes Ergebnis rauskommen kann. Wenn du also die Dinge anders bewertest, wenn du ein anderes Gefühl, eine andere Emotion mit diesem Auslöser, ich sag mal das schmutzige Geschirr auf der Spüle, damit verbindest, hast du die Möglichkeit, anders zu reagieren. Also stell dir vor, es würde nicht mehr die Verletzung in dir bringen, sondern du würdest neutral sagen können, sag mal hier mein Freund, komm mal zurück, da ist die Spülmaschine, habe ich dir noch nicht gezeigt, wie das geht, komm, zeige ich dir mal kurz. Ja, und du hast ein Lächeln dabei. Dann wird es in der Welt, in eurer Beziehung andere Resultate schaffen. Wahrscheinlich wirst du nicht so sein, wie ich das gerade gesagt habe. Aber es geht darum zu verstehen, dass die Emotionen, auch unsere Verletzungen oft ein bestimmtes Verhalten von uns zeigen, auf das der andere reagiert. Und das ist das Tolle, wenn also nur einer in der Beziehung, das waren jetzt zwei Daumen, aber wenn nur einer in der Beziehung etwas verändert, hat es gleichzeitig Einfluss und Auswirkungen auf den anderen. Also das heißt, die Möglichkeit, innerhalb eurer Beziehung etwas zu tun, auch wenn nur du etwas veränderst. Und das ist das Faszinierende, das ist das, was wir im Coaching machen. Das heißt, wir kreieren das Ziel, wo du hin möchtest und unterstützen dich durch Abbauen von bestimmten Barrieren und Aufbau von bestimmten Fähigkeiten. Wir nennen das immer sehr schön Ressourcen und innere Kräfte und Strukturen, um genau das erreichen zu können, wo du hin möchtest. Und das ist ein großer Unterschied. Wir reden nicht über die Dinge, sondern wir setzen sie um mit dir. Wir kommen ins Handeln, raus aus dem Mach mal hin zu Tun. Und das ist das Tolle. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst oder mehr Informationen haben möchtest, dann kannst du hier unten im Link ganz viele Wege zu uns finden. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, dich letztendlich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück zu unterstützen.